Die Ägäische Küste mit ihren sanften Hügeln zählt zu den schönsten Landschaften der Türkei. Das Zentrum dieser Region ist die lebhafte Hafenstadt Izmir. Die heutige Provinzhauptstadt im äußersten Westen der Türkei lebt noch immer vom Mythos des antiken Smyrna, jener griechischen Kolonie, aus der zahllose Legenden überliefert sind. Vom Berg Pagos bietet sich ein wundervoller Blick auf die Bucht und die Stadt, die nach dem griechisch-türkischen Krieg Anfang der 20er Jahre größtenteils zerstört wurde. Es sind vor allem die Überbleibsel der Antike, die Besucher aus der ganzen Welt nach Izmir führen. Nördlich der Stadt fand man zum Beispiel die Überreste des legendären Troja. Nicht weit entfernt liegt das einstige Königreich Pergamon. Die prächtigen Ruinen lassen die frühere Bedeutung der antiken Städte erahnen. Heute ist Izmir osmanisch-türkisch geprägt. Daran lässt ihr Wahrzeichen, der Uhrenturm, keinen Zweifel. Zugleich gilt die 3-Millionen-Metropole als eine der modernsten und aufgeschlossensten Städte der Türkei. Bei einem Spaziergang über die neu gestaltete, von Palmen gesäumte Promenade am Golf von Izmir lässt sich die einzigartige Atmosphäre dieser Stadt zwischen Antike und Moderne wohl am besten spüren.